lass uns doch nochmal ausprobieren, jetzt am nächsten Tag, der ist jetzt eh zu Ende der Tag. Wenn wir auf bei der Emergency die Diagnostik auf 2 von 3 stellen, ob das irgendeinen Unterschied macht. Ja, können wir gerne machen. Dass wir vielleicht mehr Patienten, 24, 25 insgesamt, da oben steht es ja auch, dass wir vielleicht mehr Patienten, ja. Durchziehen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann vielleicht mehr Geld bekommen. Hm. Man könnte ja mal den ersten Punkt unter Insurance rausnehmen, wo ich die ganze Zeit der Meinung bin, dass das 20% weniger Gelder einbringt. Nein, aber dann kriegst du wahrscheinlich auch weniger Patienten, ne? Schick dir 15 Patienten oder sowas, stand ja da. Das wird, ja gut, das stimmt, ja. Ja, aber gut, wir gucken uns die gleich nochmal an. 20% weniger Geld, mehr Patienten, ne? Das stimmt schon. Das macht sonst keinen Sinn. Das ist die 30 haben wir immer noch nicht geknackt, weil wir brauchen einfach mehr Behandlungszimmer, weil pro Arzt zu viele Patienten da sind. Unsere Ärzte sind überfordert. Die können ja maximal 5 Patienten gleichzeitig überhaupt aufnehmen, ne? Das heißt, wir können maximal 20 Patienten behandeln, wenn die Warteschlange mit aufnehmen. Ja gut, ist die Frage, wie lange die jetzt im Spiel in Ingame-Zeit brauchen, um einen Patienten abzufrühstücken, sozusagen. Weiß ich jetzt nicht. Wo kam meine Nummer zu den Versicherungen? Das an oder aus? Bonus-Object. Jetzt das aus. Ja, das ist die Frage, wie du schon sagst, ob das was bringt, ne? Dann kriegen wir halt diesen Psychole rein, ne, wenn wir das ja, schaffen, genau. Ne? Ja, genau. Lass erstmal drin alles. Können wir noch nicht machen. Genau. Chirurgie haben wir noch nicht. Also wenn es jemand weiß oder irgendwie selber ausprobieren konnte oder was auch immer und kann uns weiterhelfen, sind wir dankbar. Vielleicht haben wir auch oben irgendwo einen Arzt falsch eingestellt bis jetzt in den Radiologieräumen, dass er doch irgendwelche Besonderheiten braucht. Nee. Und deswegen da nichts passiert. Ich weiß es ja nicht, aber ist ja schon seltsam, oder? Nee, die hatten ja sonst immer so ein Zeichen mit dabei, das haben die da nicht. Da kannst du ja gerne mal gucken, ne? Aber wir hatten ja die ganze Zeit auch Patienten mit hier diesem Tennis-Ellbogen. Voll verwirrt. Die ja dann auch ins MRT und sowas sollten. Und ich dachte eigentlich, die würden da jetzt auch hingebracht werden. Aber wir wollten unten doch mal auf, ja. So? Ja. Medium? Ja. Probieren wir mal aus. Wir haben jetzt 11 Uhr, es ist jetzt noch nicht ganz so spät am Tag. Ja, ob das noch was bringt. Oh, guck mal, jetzt ging es gerade schnell. Aber vielleicht war es auch nur Zufall. Vielleicht Zufall, dass das einfach nur gerade fertig war. Ist auch noch nichts los. Ich überlege gerade die ganze Zeit, woran das mit Radiologie noch liegen könnte. Aber vielleicht die Zuordnung. Mich stört es einfach. Immer gut, die Räume sind ja farblich markiert. Die Zuordnung muss das Spiel ja eigentlich haben, ne? Nicht, dass der irgendwie vom Korridor oder sowas das nicht hat. Aber wir können es ja auch nicht anwählen. Bei der Radiologie jetzt. Ah, hast du da oben eine Rezeptionistin? Nee, ne? Braucht mir doch nicht. Braucht mich, kommt mir nichts anwählen. Nee. Okay. Das Einzige, was wir halt hier noch haben, ist, dass ich hier mal einen Korridor bauen kann. Also nicht nee, so einen. Nee. Aber ich könnte ihn ja hier dann ziehen. Nee, lass mal. Nein. Korridor können wir da auch nicht anwählen, Rezeptionist kommt auch nicht anwählen, das stimmt. Nicht, das wäre jetzt ja, das wäre es jetzt gewesen, weißt du? Und ja gut, den Fernseher oben mit dem Ticket hast du ja auch. Ja, und also, er ist ja auch an, ne? Also das ist ja auch gute Frage, nächste vorhanden Frage. Vorhanden sozusagen. Ja. Ja, hier ist Personal. Und ist auch alles ein Warteraum, also ist alles schon runtergezogen, alles in einem. Dass wir da auf ja kein Ticket Gerät vergessen haben könnten. Ich weiß es nicht. Also falls ihr wirklich einen Einfall habt und wir jetzt total Brett vom Kopf haben sollten, ja. Sagt uns bitte Bescheid. Beim Röntgen hatten wir auch einen eingestellt, oder?
Ja, aber da sagte ich ja, achte mal drauf, ob der was Besonderes kann. Du meinst, du brauchst da nicht einen Putsch, hast ihn einfach reingegeben. Ja, weil die sonst funktionieren die da nicht. Die gehen da nicht in die Räume. Sicher? Ich meine, ich habe meine Schwester falsch eingestellt gehabt und dann ist sie immer woanders hingegangen. Aber was hat deine Schwester mit dem Spiel zu tun? Oh, viele schlecht gelaunt. Oh, es geht los. Nein. So, wie sieht denn jetzt aus? 22 von 22, wir haben 17 Uhr, also es hat nichts gebracht. Wir haben noch nicht mehr Patienten behandeln, sprich untersuchen können, obwohl die eigentlich schneller in der Diagnose sein sollten. Was ist so gerade keiner mehr, ne? Nee. Ja, Piss schön. nicht. Das ist unsere Bewertung liegt immer noch bei 4 von 5 Sternen, also das bringt gar nichts. Mal wieder hier, ne? Ich kann auch die Radiologie mal auf High setzen, aber das kann es nicht sein. Was steht denn hier? Wir gehen nochmal eins hoch. Hier steht X-Ray. Wir brauchen hier einen Lab-Technologist und Radiologist. Hab ich. Ist das ein dasselbe? Ja, das ist doch. Der hat doch nur Radiologie. Ja, und da drüber ist Lab. Oh. Ja, das da. Das ist doch Biochemie. Ja, das ist das aber, was du Ist das fürs das? Labor brauchst. Kannst gerne versuchen, dann nochmal einen anderen Ja, einzustellen. du, wenn du sagst das, ich würde mal gucken, vielleicht bin ich ja Lab-Technologist. Vielleicht vertue ich mich ja jetzt auch, aber das wäre es ja jetzt, wenn es daran liegen würde, ne? Aber gut, ich würde es nicht behaupten. Kann da keinen mehr einstellen, weil da nur einer drauf geht. Kannst aber den Nachtschicht Ich könnte machen. einfach, warte, ich kann einfach mal gucken. Ja. So, gucken. Ja, du könntest natürlich recht haben, dass es da nichts gibt. Das ist ja Radiologie, ist immer nur das und das. Ja, also das kann ja nicht so selten sein, besonders nicht am Anfang. Nee. Ja, dann. Genau, Keine Ahnung. Aber davon viel. Ja, es kann doch nicht sein, dass du jetzt immer weiterbauen musst, damit das ans Laufen kommt. Ich weiß es, wenn wir später weitergebaut hatten und die Chirurgie und sowas hatten, dann wurden die auch benutzt. Also. Aber es kann ja nicht sein, dass ich jetzt immer weiter Geld raushole. Ich muss es ja dann auch irgendwie schaffen, dass das rentabel wird. Ganz ehrlich, ich glaube, die müssen da noch ein paar Feind, also Balance-Sachen. ein paar Schrauben drehen, ein bisschen Feintuning betreiben, damit genau das aufeinander aufbaut. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es zwar vereinzelt Tutorials gibt, aber noch keine richtige Kampagne. Weil da müsste es ja so ähnlich wie bei Two Points sein. Du fängst erstmal an, dann kriegst du erklärt, hier, pass auf, mach jetzt mal ein paar Allgemeinmediziner im Warteraum. Warum brauchst du eine Rezeptionistin, brauchst du oder baust du eine Rezeptionistin und so weiter und so fort. Und warum brauchst du ein Labor? Wir haben noch kein Labor. Haben wir ein Labor? Haben wir nicht unten ein Doch, wir Labor? hatten ein Labor, doch, Ich haben meine, wir, alles unten klar. hatten wir eins. Ja, unten links haben wir eins. Dass man das so macht und dann immer Schritt für Schritt das Krankenhaus weiter erklärt bekommt und weiter aufbaut. Das, denke ich, wird in der Kampagne dann so sein und denk mal, dann wird das auch, das muss ja irgendwie funktionieren. Ich meine, oh, jetzt haben wir Plus gemacht dieses Mal. Ich wollte gerade sagen, wir müssen ja irgendwie auch Geld einnehmen, aber wir haben diesmal auch Plus gemacht. Wieso auch Wir gucken immer. uns gleich nochmal die Statistik an von dem Tag. Jetzt gehen wir rauf. Wir war was hochgegangen, Gestern haben wir Plus gemacht, aber wieso? weil wir hier mehr Einnahmen haben als Wir Ausgaben. hatten 4000 bei. Ah, warte mal. Hat man nicht. Wir hatten noch runtergesetzt auf Low, ne? Gehen wir auf Ja. den Tag 8. Vielleicht hat das doch was damit zu tun. Hatten wir auf Low? Ne, wir hatten auf Medium, ne? Pass auf, Ja. dann lass uns doch jetzt nochmal auf Low setzen. Das heißt, wir sind von 2 auf 4 hoch, dann müssen wir jetzt theoretisch auf 6 hochgehen. Dann machen wir Das das hier probieren wir jetzt auch auch. nochmal. Ich hoffe, es ist für euch nicht zu langweilig, aber das probieren wir jetzt aus. Denn Ja. Versuch macht klug, ne? So sagt man so schön. Gucken wir mal, was wir jetzt haben, wie viel wir durchgeschleust kriegen. Minus 150. Ah, Jetzt geht lass ja mal noch. hier die Zahlen mitlaufen, ja? Da müssen wir theoretisch auch sehen, wenn in der Radiologie endlich mal einer behandelt wird.
Ja, der war gut. Ja. Hol den Kalender raus, wir können es rot anstreichen. Ich sehe das einfach nicht, warum das nicht klappt. Oder welche sind. Hat aber einer nach oben gegangen mit Gelb. Gelben Klamotten an. Ja. Ja, eine Putzfrau. Oder eine Reinigungskraft. Nee. Da ist einer oben in die. Oh, das gibt Geld, das gibt Geld. Aber wieso gibt das kein Geld? Gegangen. Das gibt kein Geld. Die müssen erst behandelt werden. Abschluss der Behandlung wird, kriegst du Geld. Ja, 100. Ernsthaft jetzt? Hm. 100 dafür, dass ich da. Da kostet das Bett. Oh, und der kam, glaube ich, gerade aus der Röhre. Da war, glaube ich, gerade einer drin. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh, doch, da sitzt einer. Pass auf. Machen wir langsamer, oder? Genau da sitzt einer. Da geht er rein. Da, oh. Was haben wir getan, damit das funktioniert? Wir nix. Wir haben nichts getan. Wir haben nur auf Low gesetzt. Also funktioniert das vielleicht doch die ganze Zeit, aber es gibt kein Geld. Radiologie, der ist ja jetzt geröntgt worden, der hat kein Kohle dafür bezahlt, der Mann. 0 von 0. Vielleicht geht das dann. Und wir müssten ja eigentlich hier jetzt Geld bekommen, zumindest, ne? Wir haben ja noch keine Station, so stationär kommen ja keine aufnehmen, aber wir. Ja, macht man ambulant, aber wieder einer. Zwei Mann haben wir durchgeschleust. Vielleicht kriegen wir das da unten dann mehr, weil die aus dem Notfalldings nach oben gegeben werden. Kann sein, ich weiß es nicht. Dass das dann unten abgerechnet wird, sozusagen. Auf jeden Fall wissen wir, dass MRT funktioniert. CT war noch keiner jetzt drin in der Zeit und geröntgt haben wir auch noch keinen. Aber es sind Menschen dahin gegangen. Es funktioniert auf jeden Fall. Vielleicht haben wir aufgrund unserer Struktur und der fehlenden Räume. Weißt du, was ich gerade überlegen? Was wolltest du sagen? Sorry. Vielleicht haben die auch, weil die sich nicht so viel Zeit für die Diagnose lassen können, gesagt, ich bin mir unsicher, ich könnte es aber draus finden, aber schnell geh nochmal röntgen, dann ist es sowieso, dann muss ich nicht weiter untersuchen. Weißt du, ich versuche mal gerade meine These, die Idee, warum ich in Stocken kam, zu kontrollieren. Und zwar, pass auf. Ich denke, meins ist sinnlos. Wieso hatten die eigentlich hier? Was, dass ich nachdenke, sinnlos? Nein, meine These ist wahrscheinlich sinnlos. Obwohl es nicht ganz so sinnlos ist. Wenn du sagst, unten, ich kann nicht so viel Zeit nehmen, um hier so nach den Gelenken zu gucken und so, dann muss ich halt mal röntgen. Was möchtest du machen? Ich bin gerade überlegen, ob denen vielleicht irgendeine Gerätschaft fehlt, aber die haben das Spirometer haben sie hier. Wir haben das ja vorgefertigt jetzt benutzt. Ja. Hätte ja sein können, dass da irgendwo ein Gerät einfach nur fehlt für die Diagnose, wo er sagt, nö, den schicke ich nicht zur Radiologie. So. Hätte ja sein können. Ja, aber die kommen ja. Ich kann auch da oben gucken. 24 von 24, also bis jetzt liegen wir noch eigentlich nur gleich auf, ne? 24, 25 hat man eigentlich immer. Da hat sich nichts getan und jetzt einnahmstechnisch aber weniger wieder, ne? Ja, du musst ja den Durchschnitt gucken, ne? Wir haben auch weniger Patienten, wir hatten 2000 bei High, 4000 eingenommen bei Medium und jetzt haben wir... Wir haben ja auch noch Leute da liegen, ne? Einen, ja, der gibt 100, wow. Wir müssen eigentlich mal rausfinden, Raum für Raum, was richtig Kohle gibt. Ob die ICU zum Beispiel Kohle gibt oder nicht, dass man sagt, okay, man beschränkt oder man setzt am Anfang des Games mehr das Augenmerk auf Krankenwagen, Traumacenter und also ICU-Stations, also sagen wir schnell, Intensivstation. Wenn das mehr Geld gibt, dass man einfach mehr die Unfälle reinholt noch. Keine Ahnung, ob das so ist. Aber irgendwie muss es ja eine Strategie, eine Technik geben, womit man Geld generieren kann, ohne Kredite aufnehmen zu müssen oder ohne so sehr ins Minus zu rutschen am Anfang. Na gut, wir sind jetzt nur bei 150, aber wir haben aber weitem noch nicht mal ansatzweise das gebaut, was wir noch bauen können, ne? Nee. Oder könnten. Jo. Es hat nichts gebracht, leider, das runterzusetzen. Ganz im Gegenteil, wir haben eigentlich sogar noch weniger eingenommen als sonst. Da können wir gleich nochmal kurz gucken. Ja. Das ist das, was ich meinte, so mal. Also entweder stellen wir uns so sehr blöd an, kapieren es nicht. Meiner Meinung nach ist es halt noch sehr schwierig, da so einen guten Mittelweg zu finden, wie man Geld scheffeln kann. Ganz am Anfang, wo wir noch keine Radiologie hatten, noch keine Traumacenter,
Da haben wir ja Plus gemacht, rein mit dem Behandlungszimmer. Jetzt können wir natürlich auch hingehen und sagen, ja gut, baut mehr Behandlungszimmer, wir nehmen mehr Geld ein. Dafür brauchen wir auch mehr Patienten, nicht? Was immer noch mein Ansatz wäre. Wir könnten noch ein Behandlungszimmer bauen, um zu gucken, ob wir über die 30 Patienten hinüberkommen. Ja, mach dann das einmal. Da kannst du jetzt gleich gerne machen. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz. Hier hatten wir auf High haben wir 2,420 eingenommen. Auf Medium hatten wir 4,60. Und hier haben wir 2,45 auf gering eingestellt. Also ich weiß nicht, ob das reiner Zufall ist. Oh. Nee, der Herr Zufall kommt nicht öfter vorbei. Der Rainer, meinst du, der kommt nicht? Mm-mm. Pura kommt oft. Jetzt weiß er nicht mehr, was er sagen soll. Er schämt sich gerade sehr. Ach, ich schäme mich überhaupt nicht. Dachte das nur, damit er sich nicht öffentlich... So, oh, was brauchen wir nochmal? Die, ne? Ja. Zwei? Ja, ich war gerade nur am Gucken, was du da gebaut hast. Das war Schwesternzimmer. Ich war gerade etwas irritiert. Das Problem ist jetzt, da wir es oben gebaut haben, haben wir jetzt natürlich keinen Warteraum dafür, ne? Gehört der nicht unten zu? Ich weiß es nicht, wir können es ausprobieren, ob er das jetzt automatisch macht. Ich kann jetzt auch hier oben dazu noch einen Warteraum machen. Ob die Leute das nutzen, ne? Ich habe hier so eine tote Ecke. Einfach. Jetzt nichts groß machen. Vielleicht kriegst du ja mehr Patienten, wenn du eine Chair einstellst. Oh. Ich fand die jetzt gar nicht so schlecht. Ärzte müssen wir einstellen, ne? Wie ging das nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Wie ging das? Hilfe! Wie ging das? Helf mir! Ne. Sag's mir. Wie ging das jetzt? Geh einfach mal unten auf die Ambulanz. No. Der hat schmutzige Füße, den wollen wir nicht. Nachteulen wollen wir auch nicht. Wir nehmen den da. Early Bird. Nee, das ist eine Nachteule. Den du gerade eingestellt hast, so, oder die ja. Du gerade. Nee, ihn. Das war Frankie Miller. Nein. Ja. Ich würde mal gucken, was das ist. Oh. Ja, das. Ja, Problem ist ja, ich meine gut, sie, über die Zeit erhöhen sich ja ihre Skills, also ihre Fähigkeiten sozusagen. Ja. Problem ist nur, je geringer diese sind am Anfang und je geringer wir die Einstellung haben, dass sie sich für die Diagnosen Zeit lassen sollen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie Fehldiagnosen stellen, ne? Ist mir hier wurscht erstmal. Gucken jetzt, was passiert. Die lernen ja auch. Guck mal, da ist aber einer hochgelaufen. Ja, der hat schon... Also der scheint der... Ja, keine Nummer gezogen, oder? Doch, der ein... Einer hat eine Nummer gezogen. Der Grüne hier? Nee. Der da hat sie keine Nummer. Doch, der hat eine Nummer gezogen. Okay, wunderbar. Also er scheint es doch zuzuordnen, es klappt. Schön. Jetzt gucken wir einfach mal, ob meine Theorie fruchtet. Also ob ich recht habe. Dass sie jetzt mehr Patienten abhandeln. Genau, muss ja. Wenn ich jetzt wirklich, ich meine, kommt drauf an, wenn wir jetzt natürlich nur 25 Patienten ins Krankenhaus reinlocken können, aber mit 4 Sternen sollte mehr gehen, kriegen wir natürlich nicht mehr abfrühstücken, aber bin der Meinung, dass wir jetzt locker 30 schaffen sollten mit, ich glaube, 5 Räumen sind es jetzt, ne? Ja. Oder haben wir sogar 6? Ab unten 4? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Hier haben wir 1, 2. Kannst du das sehen, wenn du draufklickst, wie viele Ärzte wir eingestellt? Also wenn du auf den Dings gehst, dann siehst du jetzt... Wenn ich hier draufklicke, 1, 2, 3, 4 haben wir Stück. Siehst du dann 6 Stück haben wir. Ja. Nee, da siehst du dann ja auch, wie viele 6 haben wir. Entschuldigung. 4 unten, 2 oben. Ja. Wir bleiben hier oben in der Ansicht, um zu gucken, ob noch irgendwer ins CRT, Quatsch, ins MRT oder ins Röntgenraum läuft. CT. Aber wir machen Plus, ne? Ja, wir haben auch jetzt schon, wir haben erst 17 Patienten. Aber dadurch, da wir haben gerade mal 15 Uhr, vielleicht dadurch, dass wir jetzt schon mehr mal abfrühstücken, mehr behandeln konnten, vielleicht nehmen wir auch einfach mehr ein. Obwohl wir mehr Kosten für Mitarbeiter haben, ne? Macht schon Sinn. Wenn du bedenkst, ganz am Anfang hatten wir hauptsächlich, wir hatten nur einen
Labor und nur Behandlungszimmer, also Allgemeinmedizinerräume, ja. So. Behandlungszimmer, egal wie wir es jetzt darstellen oder nennen wollen. Und da haben wir Plus gemacht. Erst mit allem, was wir danach gebaut haben, haben wir Minus gemacht. Ja. Das heißt, wir brauchen mehr Räume zum Behandeln und können dann die wenigen, die es nötig haben, auf Traumacenter, Intensivstation, Chirurgie, Radiologie schicken, weil ich denke mal, das wird nur 10% der, was weiß ich, 10-15% der Patienten ausmachen, die diese speziellen Bedürfnisse oder Diagnosen benötigen, keine Ahnung. Vielleicht ist das ja gar nicht so verkehrt. Ach so, ich denke jetzt, dass das leuchtet rot, dass nur der Fahrstuhl, wenn er aufgeht. So, wo sind wir denn momentan? 23 und wir haben schon 19 Uhr. Das hat nicht funktioniert. Ja, da haben wir aber später jetzt gebaut, ne? Das gibt's doch nicht. Wie kann das denn sein? Das hieß ja, die Aufgabe ist, heile 30 Patienten pro Tag. Das heißt, er muss uns doch auch 30 Patienten zur Verfügung stellen, dass doch der Flaschenhals doch nur die Ärzte sein konnten, die behandeln, sprich diagnostizieren. Aber wir haben wieder Plus gemacht, immerhin. Ja. Und wir haben doch noch auf Low stehen, oder? Ja. Vielleicht verstehen wir das falsch, wenn man das auf High stellt, dass er dann schneller diagnostiziert. Vielleicht denken wir genau verkehrt herum, dass wir es falsch übersetzen. Weil jetzt haben wir ja weniger als eben geschafft. Wir hatten zwei Ärzte mehr. Wir setzen jetzt mal auf High, mal gucken, was dann passiert. Oder auf Medium, selbst auf Medium. Medium hatten wir eben, vielleicht auch durch purer und reiner Zufall, mehr Kohle gemacht. Aber wir setzen einfach mal drauf und gucken mal, was passiert. Wir müssen nur bis zum Morgen warten. Das ist nicht kaputt. So leise. Die Stille. Kommt, gibt's zu. Ihr habt sie erwartet und ersehnt. Ersehnt. Das ist quasi die stärkere Form von ersehen, ne? Ersehen? Ersehen, ersehnte. Ersehntenten, ne? Tenten. Kennst du Tenten? Bau auf Tenten? So, machen wir auf Medium. Ja, einmal klicken. Das ist fein gemacht. Wir könnten auch noch einen Chefdoc. Chefarzt festlegen? Ja. Lass uns aber den erfahrensten. Besten nehmen. Den Besten der Besten. Und der am wenigsten kostet. Die wäre ja schon mal ganz gut. Er wäre ganz gut, meine ich. Der Peter dann, ne? Thomas. Der ist auch in der Tagschicht. Nee, das Nachtschicht bringt uns nichts. Wieso haben wir die in der Nachtschicht? Was sind das? Dann ist der wahrscheinlich hinten. Wenn der hinten ist, aber schlecht. Besser wäre, wenn er vorne wäre, ne? Nein. Was ist das denn? Ist das einer von den Rufbereitschaftsärzten? Wahrscheinlich. Warum haben wir denn da so einen tollen Arzt reingesetzt? Wir machen das jetzt so. Den Fraser Miller. Hier haben wir noch keinen Chefarzt. Okay. Ja, wir haben... Gute Frage, warum das jetzt nicht geht. Ja. Vielleicht haben wir doch falsche Ärzte eingestellt. Aber wir lassen das Thema einfach. Wir gucken jetzt nochmal. Haben wir es richtig gemacht. Wir gucken jetzt, was passiert. Und dann machen wir für heute auch erstmal Schluss, oder? Jo. Jo. Die sind schnell. Moment, passiert noch gar nichts. Wir haben bis jetzt keinen Patienten. Jetzt kriegen wir welche. Seltsam, ne? 2 Stunden hat es gedauert. Ah, ne, wir hatten noch keinen behandelt, sorry. Ja, auch wieder 3 Sterne. Hatten wir es eben am Anfang auch? Oder sind wir jetzt im Moment Ich meine, am Anfang des Tages hast du immer einmal weniger und dann steigt da das wieder. Ja, es geht schon hoch. 3,5. Mit Tendenz nach oben. Steigend. Ja? Und wir wollen mehr. Wer bietet mehr? Hm. Ich glaube, mehr kriegen wir nicht. Kann Röntgen denn benutzt werden? Ja, ne? Kannst du uns nicht platzieren, wenn es nicht bebaubar wäre. Aber ist egal, wir gucken jetzt erstmal, das machen wir in der nächsten Runde. Ja, aber da ist ja auch ein Arzt drin. Also ich denke mal schon, dass es... Ja, wieso soll das denn nicht gehen? Ja, vielleicht habe ich es falsch platziert. Komm, das gucken wir ganz kurz. Ach, du meinst, dass da ein was zugeschnitten... Nee, aber dann würden die moppern, dann wird das jetzt angezeigt werden normalerweise. Ja, ne? Dann ist das rot oder sowas, ne? Oder orange. Ja. Wenn es eingeschränkt nutzbar wäre. Ja. Das hatte ich jetzt gerade überlegt, ob ich das irgendwie dann doof gesetzt hatte beim Bauen doch. Hm. Aber guck mal, es ist Patienten, ne?
bin ich wieder. 14, 15 Patienten, das gibt's doch nicht. Und seltsam, ne? Irgendwie will uns das Spiel doch veralbern. Ja. Wir machen auch wieder nur miese. Was sehen wir denn da bitte nicht? Was haben wir denn jetzt geändert? Auf Medium. Ja, aber das... Meinst du, das allein ist es? Ich weiß. Wir müssten noch mehr Patienten... Was hat man eben an Patienten? 24, 25 später gehabt? Ja. Ja, mal gucken, wo wir jetzt enden. Ich denke mal, so weit davon entfernt sind wir nicht. Weil wir machen ja nicht mal mehr Plus. Wir hatten ja eben zumindest, wir gucken mal Tag 10, hatten wir auf Low stehen. Oder haben wir auch miese gemacht? Wir hätten Plus gemacht. Ich auch, dass wir hätten Plus gemacht. Oh, okay. Okay, mit der Nachtschicht wahrscheinlich, ne? Nein. Nachts haben wir keine Einnahmen. Ich habe noch weniger Ärzte, hier hatten wir auf Medium. War Medium, ne? Ja. Mit den 4000 war auf Medium gestellt. Ja, mich. Ach, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Vielleicht liegt es doch daran, dass die Patienten zufällig reinkommen und je nachdem ist es positiv oder negativ für dich. Wie im wahren Leben. Ja, aber wir gucken das in der nächsten Folge, oder? Wäre ich jetzt dafür irgendwie... Oder willst du nur was ausprobieren? Mir ist es nicht. Nee, machen wir nächstes. Ich denke auch, wir können nochmal in uns gehen und drüber nachdenken. Und dann. Und wie gesagt, wenn ihr was wisst, oder gesehen habt, dass wir irgendwas vergessen haben, bitte einfach nur kurz in die Kommentare schreiben. Das wäre super. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.